Es muss auch mal sein, wir reden über die schlechtesten Serien, die ich jemals geschaut habe. Und tatsächlich sogar abbrechen musste. Serie Nummer 1, The Island. Hier wachen 10 Menschen auf einer Insel ohne ihre Erinnerung wieder auf, was prinzipiell nicht schlecht klingt. Aber es war so schlecht umgesetzt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Schauspieler ihre Sätze nur vorgelesen haben und nicht wirklich mit Emotionen gespielt haben. Es war so schlecht, dass ich es eigentlich direkt abbrechen musste. Serie Nummer 2, The Order. Es geht um Jack, der an einem College einer geheimen Society beitritt, die Magie lehrt, um sich zu rächen. Und es geht um Werwölfe, was mich auch prinzipiell nicht sofort abschrecken würde. Ich finde aber, dass die Serie versucht hat, sowas wie Chilling Adventures of Sabrina, Riverdale und Vampire Diaries gleichzeitig zu sein, aber komplett versagt hat. Serie Nummer 3, V-Wars. Ein mysteriöses Virus lässt Menschen zu Vampiren werden und unser Lieblingsvampir Ian Somerhalder spielte direkt nach einer anderen Vampirserie wieder in einer Vampirserie mit. Wie oft habe ich jetzt Vampir gesagt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und dass er halt so schnell auch was Ähnliches gemacht hat, nachdem er bei Vampire Diaries mitgespielt hat, hat mich irgendwie sowieso schon rausgeworfen aus der Serie und ich fand auch, dass sie prinzipiell sehr langweilig war, obwohl man gesehen hat, dass sie Spannung erzeugen wollten. Welche Serie fandet ihr noch richtig schlecht? Schreibt es mir in die Kommentare. Und abonniert für mehr!